Steffen, lass uns noch sprechen über Mariupol im Süden des Landes. Es gibt nun Berichte, dass die Ukraine dort Stellungen angegriffen hat. Dafür bräuchte sie aber eigentlich Waffen mit einer Reichweite, die das Land aber offiziell gar nicht hat. Klär uns mal auf, wie passt das zusammen? Ja, also tatsächlich ist es so, dass es in der vergangenen Woche insgesamt 16 Angriffe auf russische Stellungen in und rund um Mariupol gegeben hat, laut ukrainischen Angaben wohlgemerkt. Munitionsdepots seien da angegriffen worden und auch Truppen, Kasernen seien getroffen worden. Und das Interessante ist tatsächlich, dass rein theoretisch die ukrainische Frontlinie, das ukrainische Gebiet mehr als 80 Kilometer entfernt ist von Mariupol und auch die amerikanischen HIMARS-Raketenwerfer rein theoretisch mit einer Reichweite von 70, 75 Kilometern diese Ziele überhaupt nicht treffen können. Das spricht, wenn denn dann tatsächlich von ukrainischem Boden die Raketen abgefeuert wurden, dafür, dass die Ukrainer entweder inoffiziell Waffen erhalten haben, die eine größere Reichweite haben, oder aber selber an Waffen arbeiten und Raketen, an Munition arbeiten, um eben diese Ziele zu treffen. Und eines, vielleicht das auch noch, hat der stellvertretende Militärgeheimdienstchef jetzt gesagt, man behalte sich vor, auch auf russischem Boden Ziele anzugreifen, denn das sei ja eine Bedrohung für die Ukraine. Also offenbar passiert hinter den Kulissen auch, was Waffen angeht, viel mehr als das, was offiziell bekannt ist. Eine offizielle Diskrepanz, die sich da auftut. Steffen, du wirst das für uns weiter beobachten. Vielen Dank. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.